Hallo, willkommen zu einem kleinen Update-Video. Möchte ich es mal nennen? Ihr seht hier gerade schon die The Legend of Zelda Arte-Entstehung. Gut, dass wir da im Titel stehen. Was soll's? Ich habe ein paar Änderungen vorgenommen, weil mir jetzt letztens doch mal was aufgefallen ist, dass ich da irgendwo ein bisschen Quatsch gemacht habe, könnte man sagen. Und also mir ist, sag ich mal, ein in Anführungsstrichen Fehler aufgefallen. Dazu möchte ich noch eine Sache reinbringen, die mir letztens jetzt aufgefallen ist, was ich völlig vergessen hatte. Und eine Sache, an die über die ich noch sehr lachen musste. Also, ich will ein paar Änderungen hier an vornehmen, um es kurz zu halten. So. Wir fangen mal an. Also, ihr seht vielleicht schon ein paar Änderungen. Ich habe zum Beispiel jetzt hier mit den Kokiri, die habe ich. Die Dekos habe ich ein bisschen rübergeschoben. Das gleiche hier, weil ich brauche in der Mitte ein bisschen mehr Platz. Die Korks habe ich ein bisschen rübergeschoben. Hier unten habe ich das Volk des Windes rausgenommen. Ich habe hier die Kumulana weggenommen. Ich habe ein bisschen Platz gemacht, ne? Mit dem Volk des Windes fange ich auch direkt wieder an. Da ist es auch schon wieder. Kurz gucken, ich brauche noch einen Stift. So, Volk des Windes stammt jetzt einfach mal von den Hylianern ab. Nicht direkt von den Menschen, sondern von den Hylianern, dass sie ihre magischen Fähigkeiten noch haben und so. Weil ich hatte ja gesagt, in der Landesgrenzentheorie, die ich irgendwann mal aus Langeweile aufgestellt hatte. Hatte ich ja gesagt, dass mir aufgefallen ist, eigentlich müsste das die Kumulaner müssten eher vom Volk des Windes abstammen als direkt von Hylianern selber, da das Volk des Windes sich wieder gen Himmel erhoben hat, ja, sein Leben in den Wolken verbracht hat, vermutlich ohne die Wolkenvögel. Und das erklärt vielleicht dann auch besser, warum sie ihre Körper verändert haben. Sie können zwar immer noch nicht richtig fliegen, aber zumindest können sie ein bisschen flattern. Das bedeutet, dass die Kumulane jetzt eher da unten stehen. Vom Volk des Windes abstammen. Die Linien werden immer noch nicht schöner, aber was soll's. So, dann vielleicht die einfache Sache zuerst. Ich habe eine Rasse, könnte man sagen, gar nicht mit reingenommen. Gut, sie ist eigentlich nicht weiter wichtig, aber ich kann sie unterbringen, deswegen nehme ich sie jetzt doch mal rein, nämlich die Horror-Kids. Es gibt ja mehrere, hat man in Ocarina of Time auch gemerkt. Da konnte man mit ein paar von denen spielen oder so. Horrorkids sind dann sicher auch nur Menschen, nämlich Kinder, die sich in den verlorenen Wäldern, den Lost Woods, verirrt haben. Und dann, ich weiß nicht mehr genau, ich habe jetzt tatsächlich mir die Zelda-Mangas mal in letzter Zeit gekauft und jetzt auch schon fast alle gelesen. Und da gibt es eine Bonusgeschichte im Manga zu, entweder war es Ocarina of Time oder Majora's Mask, ich weiß es gerade nicht mehr genau. Müsste Ocarina of Time gewesen sein. Da gibt es einen Bonus-Manga über ein Horror-Kid. Da erfährt man tatsächlich, dass dieses eine spezielle Horror-Kid, es ist halt eins von vielen, gibt halt viele von denen, dieses war tatsächlich einfach nur ein kleiner Junge, der sich im Wald verlaufen hat und dann er hatte Angst vor der Dunkelheit oder sowas und um diese Angst vor der Dunkelheit zu bezwingen, sag ich mal, hat er sein Gesicht selbst verdunkelt. Das würde zumindest die schwarze Hautfarbe erklären. Keine Ahnung, eine sehr komische Story auf jeden Fall, aber da sind einige komische Stories bei gewesen, unter anderem die Entstehungsgeschichte der Majora's Mask, also die Maske selber. Hat mich auch ein bisschen gewundert, aber tut jetzt hier nichts zur Sache. Jedenfalls, die Horror-Kids an sich halt Menschen, veränderte Menschen. So, und jetzt, was vielleicht schon auffällt, manchen aufgefallen sein wird, Grammatik, keine Ahnung, die Malnisch habe ich rausgenommen, ja, nein, die sind natürlich noch da, nur sind etwas tiefer, weil. Mir ist aufgefallen, die Mainisch waren doch gar kein Anfangsvolk. Das wurde ja sogar so erwähnt. Das habe ich nur völlig vergessen. Das heißt, sicher, sie könnten irgendwo bei den Anfangsvölkern dabei gewesen sein, aber da möchte ich sie jetzt nicht stehen haben, weil ich hatte gesagt, vielleicht waren sie doch im Krieg gegen Ganondorf, den Todbringer, damals dabei mit Hylia und man hat sie halt nur nicht gesehen, weil sie zu klein waren oder so. Es hieß allerdings in der Legende der Mainisch, die wir ja in The Legend of Zelda, The Mainisch Cap am Anfang hören. Hieß es doch tatsächlich, die Maine stiegen vom Himmel herab und gaben dem Helden sein Schwert und dieses Force, oder wie es hieß, ne? Heiliges Licht haben sie es, glaube ich, damals genannt. Sie stiegen vom Himmel herab und Minish Cap kommt nach Skyward Sword, also wenn die Menschen bereits wieder auf dem Boden sind. Dann werden die Minish so gesehen das erste Mal erwähnt. Was bedeutet, dass die Minish vorher vielleicht komplett im Dunkeln gelegen haben? Oder dass sie tatsächlich da erst entstanden sind. Ich weiß es persönlich nicht. Es kann natürlich sein, dass die Mainisch in Skyward Sword doch schon da waren, so gesehen als Anfangsvolk. Denn wer sich an diese komische Sidequest mit dem Dämonen erinnert, man musste ihm ja
wie hieß das, Glückskristalle, keine Ahnung, wie die Dinger hießen, musste man ihnen bringen. Das könnte vielleicht ja was mit dem Mainisch zu tun haben, weil die haben ja auch mit ihren Glücksfragmenten den Mainisch Cap. Sind sie mir immer so ein bisschen auf den Nerven gegangen, aber manchen hat es ja vielleicht gefallen. Und ja, genau um diese Glücksfragmente, sag ich mal, geht es jetzt im Folgenden, denn es gibt ja noch eine Rasse in Anführungsstrichen, würde ich in Anführungsstrichen diesmal, die ich rausgelassen habe, weil ich auch keinen Schimmer hatte, wie ich sie unterbringen soll. Und dazu hat der gute Dean of Doom noch einen netten Kommentar unter meinem Video hinterlassen, nämlich der Artenentstehung, wie man die Feen vielleicht noch unterbringen könnte. Die Feen, ich habe jetzt hier ein Beispiel, das Bild aus Wind Waker, so sahen die Feen in Wind Waker aus. Ja, ansonsten, man kennt sie ja meistens eher so als Leuchtenpunkt mit Flügeln. Die meinte einfach, es könnte ja sein, dass die Feen schlicht und ergreifend die Mainisch sind, die sich nur verändert haben. Er hat es, glaube ich, so formuliert, die Mainisch sind ja vielleicht irgendwann zum Dekobaum gegangen, weil sie. In gewisser Weise hat er ja recht, weil sowohl die Feen als auch die Mainisch helfen den Menschen. Gut, die Mainisch helfen den Menschen, die Feen helfen den Kokiri. Jetzt wollen wir mal nicht so arschballdrisch sein. Ja. Navi hilft Link. Und Link ist Hylianer gewesen. Wenn wir jetzt mal für die Diensttheorie folgen, sind wohl die Mainisch vielleicht irgendwann, also potenziell dann die Waldmainisch, am Dekobaum angekommen, haben den Dekobaum so gesehen und gesagt, ey, lieber Dekobaum, kannst du uns nicht helfen? Keiner macht unsere Glücksfragmente. So hat Dean es, glaube ich, formuliert. fand ich doch sehr nett, weil, ja, er hat recht, ich mag die Glücksfragmente nicht. Demnach könnte es tatsächlich sein, dass die Mainisch unter Einfluss des Dekobaums, zu den Feen wurden, genauso wie ich halt auch glaube, dass die Q ja irgendwie zu den Kokiri wurden. Wer sich die genaue Erklärung nochmal anhören will, ich verlinke bestimmt das Original-Artenerstellungsvideo unten in der Videobeschreibung, falls ich es nicht vergesse. Aber ne, ich habe ja da auch so eine Theorie aufgestellt, dass halt Q zu Kokiri wurden und naja, die Kokiri dann halt zu den Crocs, was an der Umgebung lag. Einfach, dass sie sich übers Wasser fortbewegen konnten, denn die Crocs haben ja irgendwie den Auftrag des Dekobombs, dem Land zu helfen, Saat zu treiben. Keine Ahnung. Spielt Wind Waker, dann wisst ihr das genau. Dann konnte man nämlich irgendwie die ganzen Kokiri, die ganzen Crocs suchen. Und musste denen, glaube ich, mit Quellwasser helfen oder so. Habe ich nie gemacht, war mit so aufwendig. Ich weiß auch gar nicht mehr, was man dafür bekommen hat. Vermutlich ein Herzteil. Naja. Und jetzt gibt es noch eine Sache, die halt fehlt, die vielleicht nicht so viel mit Evolution, sondern mehr mit Mutation zu tun hat. Nämlich die großen Feen. Ein sehr kleines Bild in diesem Fall, aber das ist eine große Fee aus Ocarina of Time. Die mit den lila Haaren. Ich glaube halt, dass jetzt halt. Ich nehme mal extra eine andere Farbe dafür. Ich habe da bestimmt irgendwo so einen schönen Blauton, da ist er doch schon. So, ich sage jetzt einfach mal, hier gab es keine Evolution, sondern mehr eine Mutation, dass halt ein paar Feen. Der blaue Strich sieht jetzt scheiße aus, der passt voll nicht da rein. Ich nehme doch wieder einen roten. jedenfalls, ich glaube, dass die großen Feen einfach eine Art Mutation aus kleinen Feen sind oder was dann vielleicht so ein bisschen zu Majora's Mask passen könnte. Ein Zusammenschluss von vielen kleinen Feen, die sahen ja da auch wieder ein bisschen anders aus. Wenn sich viele kleine Feen zusammenschließen, entsteht eine große Fee oder sowas. Das Horror Kid hat sie ja in viele kleine Teile zerschmettert. Und die fügen sich einfach wieder zusammen, wenn wir sie alle versammelt haben. Kann sein, dass halt hier was Ähnliches vorliegt. Naja, einfach wieder nur Theorien in den Raum schmeißen. Ansonsten sollte eigentlich alles gleich geblieben sein. Wir haben immer noch. Vielleicht nochmal kurz durchgehen zum Allgemeinen. Ne? Wir haben hier die Hylianer, die WR-308, nee, 301 waren es, ne? Die antiken Roboter. Die Q, die Paraqua, die Goron und die Mokma und den Schneemenschen. Und ja, Schneemenschen kamen die Juck, sag ich mal, raus. Mokma buddeln sie unter die Erde, werden sie Subrosianern. Wobei da einer, glaube ich, unter das Video geschrieben hatte, ich weiß den Namen jetzt nicht, dass einer der Mokma irgendwie meinte, ihm sei heiß, was zu den Subrosianern nicht so gut passen könnte. Wusste ich gar nicht mehr, dass der das sagt. Ist natürlich berechtigter Einwand. Aber auch hier würde ich jetzt einfach mal ganz frech behaupten, es kann natürlich sein, dass wenn man sich weit unter die Erde gräbt, man gräbt sich ja theoretisch Richtung Erdkern immer weiter der Lava auch entgegen. Die Subrosianer leben ja in Lava. Vielleicht haben sie sich einfach auf die Dauer daran gewöhnt. Oder ich weiß auch nicht. Ich glaube, ein anderer Mokma hat nie was darüber gesagt.
dass ihm heiß wäre. Kann natürlich sein, dass die jetzt alle irgendwo behauptet haben, dass ihn heiß wäre. Dann wäre das schon mal ein Punkt, an dem ich nochmal nachdenken sollte, aber ich weiß es nicht. Jedenfalls könnte es natürlich sein, dass die Mogma sich halt im Feuertempel trifft man ja Mogma und die sagen, glaube ich, nicht, dass ihn heiß ist. Aber gut. Jedenfalls Lava, gut, gewöhnt man sich vielleicht mit der Zeit dran, wenn man ein Mogma ist. Naja. Goron und Sora wohnen zusammen zu Tokai. Aus dem Parakwa kamen die Soras. Hier aus denen wurden noch die Anuki oder wie sie hießen. Soras zu Orni. Da habe ich in dem Landesgrenzen-Video auch in Anführungsstrichen Beweise gefunden. Also nochmal, wie man das vielleicht besser erklären könnte, halt, dass die Drakonier sowieso in der Nähe des Sora-Reichs liegen müsste. Weil Drakonia vermutlich irgendwie der Todesberg ist oder sowas. Und das ist ja relativ in der Nähe. Könnte also durchaus sein, dass die einfach rübergeschwommen sind und dann göttlich bedingte Evolution und so weiter. Keine Ahnung. Ja, Q zu Dekus wollen sich besser verstecken. Q zu Kokiri. Der Dekubaum ist schuld. Kokiri zu Crox. Überflutung ist schuld. Meinisch zu Feen, habe ich gesagt, vermutlich dann Dekubaum ist schuld. Der Dekubaum ist immer schuld. Müsst ihr euch merken. Und ja, Feen zu großer Fee. Mutation, Zusammenschluss, irgendwas. Lokomo vermutlich. Menschen, die halt alte Technologie entdeckt haben, so wie ich es damals erklärt habe. Die Shika sind einfach noch in gewisser Weise Hylianer und fertig. Aus denen kam das Volk des. Also aus den Hylianern kam auch das Volk des Windes, die sich einfach gesagt haben: Ja, wir fliegen wieder nach oben, haben keine Wolkenvögel mehr, werden wir Kumulaner. Und ja, Menschen, jede Menge Menschen. Suna, Gerudo-Kriegerinnen, Piratinnen oder andersrum, ich weiß es nicht, jetzt nicht mehr. Sowieso, prinzipiell sind es ja dieselben, ne? Die Gerudo-Kriegerinnen und Piratinnen. Und ja, die Garuroben, Tote, wenn man so will. Twi'li, die Verbannten und die Kokiri, die verlorenen Kinder aus den verlorenen Wäldern, die verloren waren. Hauptsache, sie sind verloren. Naja, so viel dazu. War jetzt recht kurzes Video. War auch nicht so gedacht, dass es halt lang wird. Es ist nur kurzes Update jetzt gewesen. Weil, naja, wenn jemand meine Theorie auf den Kopf stellt, wie zum Beispiel Dean oder der, dessen Name ich vergessen habe, mit den Mokma, dann darf man das doch einbringen. Ne? Und wenn mir schon selber auffällt, dass ich irgendwie mit den Meinisch verpatzt habe, in Anführungsstrichen natürlich nur, ich muss ja meine Würde wahren. Was für eine Würde. Okay, jetzt mache ich mich selbst runter, ich sollte aufhören. Ja, jedenfalls solche Sachen noch kurz ändern. Schön. Wenn ich mir das so ansehe, es sieht chaotisch aus. Jetzt, wo ich es verändert habe, vorher sah es besser aus. Aber wir wollen ja Vollständigkeit. Na gut. Das war es jedenfalls. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr noch immer andere Sachen wisst, die ihr nun unter dem letzten Video nicht geschrieben habt oder so, immer her damit. Vielleicht schaffe ich noch ein Update. Auch wenn ich dann langsam glaube, dass ich nochmal komplett von vorne anfangen muss, wegen Platzgründen. Aber gut, ich kriege das schon irgendwie hin. Also wenn ihr noch irgendwo sagt, das ist falsch, immer her damit, ne? Nur vielleicht dann auch Vorschläge, wie es richtig sein könnte, weil wenn ihr einfach nur sagt, das ist falsch, da kann ich leider nicht so viel mit anfangen. Dann kann ich nur sagen, ja gut. Und jetzt? Scheiß drauf. Das war's von diesem Video. Viel Spaß bei den anderen Videos. Ciao.